hallo. Rückzug hier. Ha! Die haben ja eh keine Chance. Pick dieses Visor zu Tode. Und zumindest, dass es sehr verletzt ist, so mit blauen Flecken und so. Hat die Farbe gewechselt von braun zu blau. Blau, blau. Oh. Not good, ne? Viele Pokémon-Trainer haben immer dieselben Pokémon. Warum denn nur? Gutes Level ist ja schön. Ja, ist okay. Aber wieso Level 17? Und hat es mich jetzt fertig gemacht? Nein, hat es nicht. Ein KP hat es noch. Und ging daneben. Okay. Dann hau ich dir noch einen Tackle rein. Und somit brauchen wir nie wieder miteinander spielen. Oder? Tja. Die Martha wurde besiegt und sie sagt, mal sehen. Ups, schon vorbei. Hm. Ein Teil nach Hause? Man kriegt auch sehr viel Geld von denen. Wow, du musst gut sein, wenn du es schaffst, mich zu beschlagen. Mach weiter so, krieg deine Handynummer. Nö. Okay, da ist sie schon. Die hier, das ist sie. Mrs. Bianca mit den roten Haaren. Ist nicht Misty, nein, nein. Hi du. Upsi, ich wollte eigentlich anders. Schlag ordentlich zu, sonst werde ich es tun. Bam. Mädchen mit Biss, ne? So wie bei der Pokémon Arena in Prismania City. Sind auch lauter Mädels drin. Ein Mauzi. Hey. Wer? Das ist das Abkratzteam, ne? Das kratzt mich zu Tode. Es wäre schön, wenn ich eine Kampfattacke lernen würde noch. Das wäre so episch. So, und dann würde ich mich freuen. Okay, wir kriegen Kleingeld raus. Das ist ja toll. Da freue ich mich. Da freue ich mich. Aber ganz dolle. Juhu. Komm, gib Level up. Gib Pfötchen. Oh, nimm mir so ein schönes Fell, Mauzi. Das Mauzi mit den Krallenhänden. Kriegst jetzt einen Doppelhieb in die Fresse. Und nochmal? Oh! Ein Volltreffer. Na, also. Ach komm. Wie schade. Aber cool, ne? Das ist schon cool. Hat mir richtig jetzt gefallen. Also dieses Mauzi ist besiegt, kommt die wieder. Also verabschieden wir uns nochmal schnell. Und Tina wurde besiegt. Oh nein, Mauzi, es tut mir so leid. Oh leid, oh leid. Ifeld gibt noch ein bisschen Kleingeld mit auf. Muss es jetzt hier unten los? Wo komme ich denn da hin? Ich komme der Schleichweg. Durch die Blumentöpfe hindurch. Hintereingang, ah ja. Und die letzte hier noch. Machen wir natürlich auch fertig. Ist doch klar, Lecaro. Lass dich nicht von den netten Äußeren meiner Pokémon täuschen. Sie können dich platt machen. Können sie, ja, können sie. Dann passen sie nämlich auch durch die Ritze. Türritze. Meine ich natürlich, ne? Ein Snubbull. Oh, wei, wei. Oh, Level 18, ne? Muss man jetzt schon ein bisschen langsam aufpassen. Mach mal Hypno. Komm, Hypnosis hätte funktionieren müssen. Schleck, schleck. Nochmal bitte. Okay. Bin jetzt traurig. Oh, Mann. Oh, nein, Volltreffer. Okay. Wir haben doch einen Super Crank, oder? Super Crank. Ja, manchmal funktioniert Hypnose einfach nicht. Schlug viel, okay. Nein, nein. Wir wollen jetzt Aquaknarre aktivieren. Machen wir ein bisschen Wasser verspritzen. Und dann mein Elektro-Pokémon wird elektrisieren, wenn ich eins hätte. Habe ich aber nicht. Macht nichts. Machen wir nochmal Aquaknarre. Machen wir es weg. Jut, jut, jut. Level up. Hurra, hurra. Okay, es erlernt nichts. Naja, die Geneva, Geneva, I love you so much. Flixt, ich dachte, du wärst schwach. Oh Mann. Wir sind nach Hause immer noch keine Entwicklung. Was ist denn das? Schulde Scheiß. Ja, okay, dann wechsle ich mal zu Ash. Dabei kann er auch noch ein bisschen was lernen. Und dann Dew noch. Oh. Du noch. Dich wollte ich doch.
Ich mag niedliche Pokémon lieber als starke. Aber ich habe starke und niedliche Pokémon. Sag bloß, du konntest beides haben. Dann, das will ich mal sehen. Du, Göre, du. Ein Pummeluff. Okay, Pummeluff ist stark. Maybe. Süß schaut es nicht wirklich aus. Es hat nur diesen blöden, komischen Hundeblick. Und diese schöne Locke auf der Stirn. Ja. Und dann ist es auch noch so rosa, ja, und pummelig. Ja, süß, oder? Und es igelt sich auch noch ein. Oh, wie goldig. Oh. Oh. Und jetzt ist es weg. Pech gehabt. Da kannst du nichts mehr dazu sagen. Und jetzt kommt nochmal so ein knuffiges Pokémon. Oh. Oh, wie es sich ein bisschen ärgert und aufregt. Erleide mal keinen Schlaganfall, kleines Pummeluff, ne? Nicht, dass du dich da so ein bisschen ärgerst und so und so. Und dann. Dann hast du das Dreck im Schachtel. Mhm. Musst du dann intensive Therapie machen. Du hast es nicht gewagt, oder? Du musst aufwachen, Ash. Du musst aufwachen. Deine Mutter befiehlt es dir. Steh auf. Beginn dein Abenteuer raus mit dir. Sehr schön. Ha. Da, siehst du mal. Kommst jetzt doch mal was anderes ein als deine kleine Pummeluff-Armee. Hm. Eins hätte doch auch gereicht. Aber okay. Ich bin ja zufrieden. Ich bin ja zufrieden. Wir werden jetzt Bianca fertig machen. Und das heißt für mich viel Arbeit beim Bearbeiten der Videos. Mit voller Freude und voller Stolz. Nicht wahr? Damit ihr was Schönes sehen könnt. Und Freude habt. Jawohl, Freude. Freude an den Videos. Damit ihr gleich kommentiert. Und mich weiterhin unterstützt. Das wäre immer gut. Was sagt denn die Big Tina denn? Oh nein, nein, nein. Oh. Ja. Blöd, ne? Gut, dann gehen wir schnell hier raus. Damit wir uns schnell aufladen. Und, ja, wir werden den Kampf wahrscheinlich gewinnen. Jo. Die wichtigsten Pokémon sind da. Und dann mache ich Pause, weil das brauche ich ja auch unbedingt Pause. Vor allem noch ein bisschen mit Rad. Ich hole mir ein Rad. Nein. Hier. Das ist eine große Stadt, da kann man sich echt durcheinander kommen hier. Meine Güte, Güte, Güte. Hurra, hurra! Die ist wieder da. Ja, gut. Und tschüss. Schwester Zoi. Zoi, Zoi. Zoi. Da ist sie. Bitte links abbiegen. Rechts abbiegen. Ach, komm jetzt. Verdammt. Wieder zurück. Und jetzt kommt wieder ein sehr spannender Pokémon-Kampf. Wir bleiben so, wie wir sind. Das müsste eigentlich reichen, das Ganze. Oh. Da steht mir ein Girlie im Weg. Wir speichern natürlich, wie immer. Ein Spielstand gibt es natürlich. 8 Stunden haben wir schon in diesem Spiel verbracht. Gut, fragen wir sie mal. Die Gute. Aber sie ist eine Heulsuse. Unglaublich hübsch, aber... Heulsuse. Ich bin Bianca. Jeder hat sich für Pokémon interessiert, also musste ich mitmachen. Pokémon sind super niedlich. Willst du kämpfen? Sei gewarnt. Ich bin gut. Da ist sie. Ja. Ganz nett ist sie. Nett. Ein Pipi möchte sie in den Kampf setzen. Level 18. Okay. Damit werden wir fertig. Wir versuchen es jetzt mal. Jo. Erstmal schläft Pipi. Bevor es dann ins Bett muss, werde ich es erstmal anpicken. Schauen wir mal. Jo, jo. Könnte man noch ein bisschen mehr Schaden reinholen, oder? Komm. Setz noch ein bisschen mehr Schaden. Gib Schaden. Du schläfst immer noch ins Verderb. Das ist jetzt sehr spannend, oder? Naja, wenn es funktioniert, funktioniert's. Was willst du? Okay. Dann hau ich ihn weg.
Auf Wiedersehen. Dann kommt das nächste Pokémon. Und das ist ein richtig cooles Pokémon. Ein Milchank. Ja, wir wollen wechseln. Wir nehmen jetzt mal... Ach, das hab sie. Komm, ich bin ja mal gespannt, was das drauf hat mit dem Brief. Das ist einfach eine dicke Kuh. Soll jetzt keine Beleidigung sein, aber es ist eine Kuh. Wir machen so, wir machen Silberblick. Einfach weggewalzt. Hurra. Das ist natürlich nicht so gut, dass du gleich Walzer einsetzt. Bäh. Ist gemein. Die Attacke wird nämlich zunehmend stärker. Oh. Und hat auch eine hohe Initiative. Aber schauen wir mal. Wir haben auch hohes Level. Und können bestimmt dieses Miltag mal eine reinhauen. Ah, dann vergiften wir es mal schnell. Seht ihr, wie stark die Attacke wird? Ja, da seht ihr schon mal, was jetzt passiert. Super Drank. Aber das wird uns wahrscheinlich nichts nützen, oder? Ja, das wird uns nichts nützen. Da habe ich schon mal so richtig gemacht, ne? Naja, okay. Ich hätte es einfach mal einschlafen lassen sollen. Jetzt bleib am Leben. Okay. Mhm. Ja, ist kein Problem. Wir schaffen den Job. Jetzt setze mal eine andere Attacke ein, ne? Also. Nett. Und jetzt schläft's. Jetzt probiere ich erstmal gleich weiter anzugreifen. Oh, darum ist es ja so ein spannender Kampf. Mit dieser Walzer-Attacke kann dieses Pokémon schon unheimlich schaden. Ach komm! Naja. Okay. Probieren wir es doch gleich mal. Guck mal, das ist nicht bitte, ne? Ne. Welches Pokémon ist besiegt? Ach ja, genau. Mein Volti ist besiegt worden. Oh, spannend. Oh Mann, es schläft noch. Das ist gut. Währenddessen habe ich mein Teammitglied gerettet. Und warum darfst du als erstes ran machen? Du bist dick und fett und hast du so viel Initiative, Frau. Aber schläft immer noch. Bis ins Verderb hinein. Ja gut. Kann damit leben. Schläft immer noch tief fest. Okay. Bianca? Danach kannst du sie alle wieder weg, ne? Ja, da wirst du was zum Heulen haben. Milch getränkt. Wir wissen mir aber eine, hm? Ja, ja. Ah, das ist ein Mädel, du. Ach, jetzt hat sie Angst bekommen. Sie hat Angst. Sie hat doch ein bisschen Angst, ne? Ja, du Kleine. Hm? Oh ja, die Attacke kommt nicht so weiter, hm? Ja, dann schläft's halt weiter. Jetzt wäre echt cool, wenn ich eine Kampfattacke hätte, ey. Aber nein. Durfte ich nicht. Durfte ich nicht bekommen. Das Mittag halt was aus, ne? Das ist so nervig, das Pokémon. Das ist immer so. Wegen Milchgetränk. Du musst es jetzt schaffen. Walt, mach deine stärkste Attacke. Mach Hooper Explosions. Just for me. Wenn es jetzt noch ein paar Mal schläft, wäre das jetzt echt cool. Weil ich darf immer als erstes jetzt ran, ne? Die Initiative ist von meinem Pokémon in Höhe. Schlaf, schlaf, schlaf. Bitte, jetzt mach es weg. Spannung stieg und ich siegte. Ha. Ivara erhält noch ein bisschen Erfahrungspunkte. Ivara Level 22. Und Leiter Bianca wurde besiegt. Das ist gemein. Du sollst nicht so ernst sein. Du Kind, du. Boah. So viel Geld, ey. Schniff.
Japs, du bist gemein. Und ich habe beim ersten Mal, als ich Pokémon Silber gespielt habe, nicht gemerkt, die hat mir nicht den Orden gegeben. Gar nichts. Und ich kam mit dem Spiel nicht mehr voran. Ich bin rumgelaufen, habe meine Pokémon trainiert bis Level 36. Bis ich diese Dame nochmal gefragt habe. Hier. Schniff, Japs, du bist gemein. Was? Ah ja. Rausgeh. Oh nein, du hast Bianca zum Weinen gebracht. Keine Sorge, sie beruhigt sich bald wieder. Sie weint immer, wenn sie verloren hat. Das heißt, ich soll nochmal hingehen? Das habe ich damals nicht gewusst und ich kam nicht weiter. Ich habe mir gedacht, was soll ich machen? Anfragen. Was? Was willst du? Ein Orden? Oh, stimmt. Ich vergaß. Hier ist der Basisorden. Eve erhält Basisorden. Mit Hilfe des Basisorden können deine Pokémon Stärke auch außerhalb eines Kampfes einsetzen. Außerdem erhöht die Initiative deiner Pokémon. Oh, das kannst du ja auch noch haben. Eve erhält Team 45. Eve steckt 45 in Tasche. Es ist Anziehung. Es bringt den Charme eines Pokémon voll zur Geltung. Pass, das ist nicht perfekt zu einem süßen Ding mit mir. Ich hau jetzt lieber mal ab, Mann. War eh schon so creepy, kritisch, ey. Aber wirklich. Ich hab echt gedacht, jetzt wird's echt ernst. Ich verliere, ey. Aber nö. Es hat wunderbar noch geklappt. Sudeli. Wo gehe ich denn hin, Mensch? Bin red, fahr ich weiter. Und dann werde ich meine Pokémon schnell heilen und dann werde ich mich verabschieden und so meinen Text runterfaseln. Das, was ihr kennt und so. Und dann seid ihr auch zufrieden. Ich bin zufrieden mit der Aufnahme. Bin über und über und über und glücklich. Ja, wirklich. So, danke, Schwester Joy, und auf Wiedersehen. Schauen wir mal nochmal unser Pokémon an hier. Okay. Machen wir mal hier diesen kurzen Tausch. Übrigens, den Brief dürfen wir ja lesen. Dunkelhöhle ist ein Pfad. Harald. Nicht schön. Gut. Und das Ei? Es bewegt sich manchmal. Es könnte bald schlüpfen. Es dauert noch. Okay, dann schaut es ja ganz nett aus. Ne? Jo. Gesichthammer. Nochmal. Nimm einen Schluck. Schauen wir uns den Orden nochmal an. Ja, wir haben viel erlebt jetzt, ne? Sehr viel erlebt. Okay, ich bedanke mich wieder fürs Zusehen und Zuhören. Bis zur nächsten Aufnahme. Dankeschön, dass ihr mir über die Schultern geguckt habt. Bis zum nächsten Mal. Bye. Huh. Huh. Fesch.